Liebe Gäste, herzlich willkommen in den Kornmühlenhaupthöfen. Ich freue mich ganz doll, dass so viele Gäste gekommen sind. Das ist unsere erste Veranstaltung in diesem Sommer, mehr oder weniger, also auf jeden Fall die erste Veranstaltung im Freien. Und besonders herzlich möchte ich die Gäste aus dem Altersheim gegenüber begrüßen. Die über Nachbarschafts.de gekommen sind, weil Nachbarschafts.de finde ich so wunderbar, da haben so viele Leute Sachen für die Ukraine gespendet, wir waren ganz gerührt. Also dieses Viertel ist wunderbar und dass mich meine alten Freunde nicht vergessen haben, die alle schon im Bergsdorf waren und mir jetzt heute Abend immer erzählt haben, wie schön es im Bergsdorf war, das rührt mich auch. Also nochmal alle herzlich willkommen. Und jetzt übergebe ich das Wort an Mustafa von der Komischen Oper, der diese wunderbare Veranstaltung initiiert hat. Nein, bloß nicht applaudieren, sonst ist das ein Signal für unsere Künstlerin, dass sie beginnen können. Das machen wir das ein bisschen später, bitte. Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind, schön, dass Sie gesund sind und auch sehr schön, dass wir hier sein dürfen. Liebe Hannelore, vielen Dank für diese Einladung und auch, das war auch deine Idee, dass wir hier mal in diesem wunderschönen Hinterhof auftreten dürfen. Das erinnert mich immer so an den Eismann. Ja. Ganz kurz zu uns. Hannelore hat schon gesagt, wir sind von der Komischen Oper Berlin. Die Komische Oper Berlin ist eins von drei Opernhäusern in dieser wunderbaren Stadt. Das kleinste Opernhaus mit 1248 Plätzen, aber wie wir finden, das schönste und das innovativste und bescheidenste Opernhaus. Und seit 2010 gibt es ein Projekt, eine Programmschiene, das nennt sich Salam Opera. Und mit dieser Programmschiene, mit dem Projekt fahren wir raus in Berliner Stadtteile, in Berliner Kieze und erzählen Geschichten. Geschichten, von denen wir denken, dass sie erzählenswert sind, dass sie weitererzählt werden sollten und Geschichten, von denen wir denken, zu denen hat jeder eine Meinung und jede was zu sagen. Und ganz aktuell sind wir mit einer, es ist keine Geschichte, es ist eher eine Sehnsucht, mit einer Sehnsucht unterwegs und diese Sehnsucht ist ganz stark in den Gastarbeiterfamilien der Türkeistämmigen. Damit bin ich groß geworden und diese Sehnsucht hat einen Titel, diese Sehnsucht heißt Kesin Dönisch. Haben wir Türkeistämmige unter uns? Ja, da wird doch irgendwas drin sein, wir sind in Holzberg. Ja, da. Sie haben sich gemeldet, wer zuckt hat verloren, Kesin Dönisch. Genau, für immer zurück heißt. Das hat, haben Sie gut gesagt, das heißt Kesin Dönisch, also die definitive Rückkehr. Diese Sehnsucht hat sich für manche Generationsfamilien erfüllt und für viele aber nicht. Für meine nicht. Wir sind hier geblieben, irgendwann dann auch freiwillig geblieben, weil wir hier einfach verwurzelt sind. Die Kinder sind hier geboren, die Enkelkinder sind hier geboren, sie haben hier. Sind hier zur Schule gegangen, sie haben hier studiert. Und diese Geschichte wollen wir Ihnen heute in 3 Stunden erzählen. Nein, das war eine Falle. Und jetzt bitte ich um einen warmen Applaus, damit unsere Künstlerinnen wissen, dass es losgeht. Viel Spaß. Thank you.
Warum Sie hier sind. Sie sind hier, um nicht zu bleiben. Ich weiß, aber ich brauche noch ein wenig Zeit für eine neue Aufenthaltsgenehmigung. Und dann, wissen Sie was, dann kehre ich freiwillig wieder zurück. Bla, 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 bla. Wie bitte? Freier Wille. Menschlichkeit. Liebe. Leg mich doch am Strich, wenn ich mich darf. Nein, nein, bravo. Bei mir fällt ein Wort, das könnte passend sein. Denn es beschreibt in ihr die ganze Scheiße hier. 2,7 klein und fein. 2,7 sehr gemein. Ein Wort, das Schnurren. Absurd! Absurd! Oh!
Susan Sarabi.